Okay, Rishi, ich bin bereit. Bitte den nächsten Skill. Ja, ich würde sagen, wir machen etwas zur Auflockerung. Flachwitz. Oh. Einfach, damit es ein bisschen lockerer wird, sag einfach, Alexa, starte Flachwitz. Alexa, starte Flachwitz. Würde Chuck Norris ein Hochspannungskabel in seinen Händen halten, bekäme das Kabel einen Chuck Norris-Schock. Alexa, starte Flachwitz. Wenn Chuck Norris umzieht, geht er nicht in eine andere Stadt. Die Stadt kommt zu Chuck Norris. Alexa, starte Flachwitz. Chuck Norris kann Fußball spielen, ohne Ball. Alexa, starte Flachwitz. Chuck Norris hat für seine Martial Arts Skills seine Seele dem Teufel verkauft. Als dieser die Seele einfordern wollte, hat Chuck Norris ihm nur einen Roundhouse-Kick verpasst. Dieser war zuerst natürlich stinksauer, doch nach einer Weile gestand er sich lachend selbst ein, ich hätte es besser wissen müssen. Nun spielen sie jeden zweiten Samstag im Monat Poker. Okay, Alexa, starte Flachwitz. Chuck Norris kann deine Gedanken mit einem Löffel verbiegen. Alexa, starte Flachwitz. Chuck Norris putzt sich die Zähne morgens mit Elmex und abends mit Aronal. Alexa, starte Flachwitz. Was geht den Opfern von Chuck Norris als letztes durch den Kopf? Sein Fuß. Alexa, starte Flachwitz. Chuck Norris schläft mit einem Kopfkissen unter seiner Waffe. Alexa, starte Flachwitz. Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi. Geht gar nicht. Alexa, starte Flachwitz. Die Dinosaurier sind nicht wegen einem Asteroiden ausgestorben, sondern durch Roundhouse-Kicks. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Skill. Ja, aber um hier ein bisschen noch Zeit zu schinden, ist mir gerade eingefallen. Alexa, wie hoch ist Pi? Alexa? Wie hoch ist Pi? Alexa, was ist Pi? Pi beträgt ungefähr 3,14159 und entspricht einer Konstante, die als das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser definiert ist. Okay. Genau. Eigentlich wollte ich, dass du mir Pi aufzählst. Alexa. Ja. Stopp. Wie soll ich Ihnen das formulieren? Ah, egal. Bis zum nächsten Skill.